Peace, was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Boom, und heute sind wir wieder bei Meerwasser Wandlitz. Heute ist Weihnachtsspecial und es regnet. Ja, ist alles kein Ding. Wir werden gleich reingehen. Ihr habt es schon gesehen, der Laden war vorhin richtig voll. Es gibt schöne Angebote. Ihr habt wieder die Möglichkeit, an dem Rad zu drehen. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Wir gehen jetzt einfach rein. Bis gleich. So, meine Freunde, ihr seht, das ist voll. Ja. Zwecks Datenschutz und so weiter werde ich die meisten Leute hier nicht mit raufnehmen. Ihr seht hier im Hintergrund wieder das geile Showbecken. Hier haben wir wieder die Hammer Arca Produkte, also Mikroblip und Arca. Gehört ja zusammen, ihr wisst, was ich meine. Da haben wir die anderen Produkte. Wir haben hier Ableger ohne Ende und da hinten haben wir ein Gewinnspiel. Und da hast du gesagt, da dürft ihr wieder an dem Rad drehen, da werden wir gleich hingehen. Ja? Erstmal zeige ich euch, was er wieder so im Laden hat. Ganz normal, so wie ihr es gewohnt seid. Bis gleich. So, Freunde. Hier seht ihr das Schaubecken. Ist jetzt nun ein paar Monate her, dass ihr das gesehen habt. Ja, ist so schön wie immer. Schon fein diese kleinen Fische hier mega gut. Im Allgemeinen steht das Becken immer noch sehr gut da eigentlich. Also ich kann mich nicht beklagen. Marco kann sich auch nicht beklagen. Glabrescent steht super. Ach, eigentlich alles. Entschuldigt wieder, dass es so laut ist, aber so ist es nun mal. Ja, mega. Guckt euch die an. Diese Euphorie hier ist das neue Titelbild von Meerwasser Wandlitz demnächst auf der Seite und auf Facebook. Da habe ich was Tolles gemacht. Der Hammer. Der grüne Pilz ist genau der gleiche, den ich bei mir auch drin habe. Ich glaube, es ist sogar von der hier einen Ableger. Ja, hier, die ist mega gut, ne? Wirklich sehr, sehr schön. Ach, hier die Scheiben. Ich muss wirklich sagen, ich mag die Scheiben. Ich bin halt, ihr wisst es, ich bin so ein Fan einfach von so den einfachen Sachen. Ja, hier haben wir, so wie immer, haben wir hier alles drauf. Ne? Also an Technik und auch an Zubehör. Ihr findet hier alles über verschiedenste Filtermedien, was ihr braucht. Aktivkohle, Zeolit und so weiter. Hier haben wir die ganzen Mikroblift-Produkte. Von A bis Z habt ihr hier alles. Da könnt ihr wieder kaufen. Und was Marco nicht da habt, wisst ihr, bestellt er euch. Das ist ja kein Problem. Hat er alles da. Gehen wir mal hier rum. Alles jetzt schön blau gerade. Ich habe keinen Filter drüber. Hier sind ein paar einfache Sachen. Ein paar schöne Montis. Ist schon sehr, sehr schön. So. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ist auch wieder was Schönes. Ich werde mir wahrscheinlich einen Elefantenfuß mitnehmen. Sorry für meine Stimme, die verlässt mich gerade, merke ich. So, was ist hier jetzt am Bachfeld? So, das ist jetzt das erste kleine Becken. Jetzt muss ich mich mal umdrehen, ich muss mal hier auf die andere Seite gehen, weil da gerade noch ein paar andere Kunden was haben wollen. Ja, hier haben wir ein paar richtig schöne. Mega. Das Fuchsgesicht da hinten. Mann, ich bin ja ein richtiger Fan von Fuchsgesichtern. Guck mal, wie er da sneakt. Wo ist er jetzt? Der kleine Hammel. Er versteckt sich da hinten. Mega schön. Hier habt ihr wie immer die Preise stehen. Was jetzt halt mega gut ist, auch mit den Stickern hier alles. Da seht ihr direkt, was Sache ist. Hier hat er nochmal die Preise draufstehen und alles. Ist natürlich jetzt schon ziemlich leer gekauft. Wir haben es jetzt schon nach 14 Uhr. Ich war relativ spät wieder da, aber besser zu spät als nie. Ja, Kampftentakel machen ja alle, aber die machen ganz. Vielleicht nehmen. Ach, guck mal hier. Vielleicht nehme ich mir auch wieder Mandarinenfische mit. Ja, ist halt leer gekauft. Also es lief wirklich ganz, ganz gut. Die Leute haben fleißige Preise mitgenommen, haben schön an dem Rad gedreht. Guckt mal ihn hier an. Ah, richtig geil. Ich mag so Blennies und Schleimfische. Bin ja mega Fan davon. Hier ist gar nichts mehr drin gerade. Ah, hier hinten. Guckt euch mal den Schönling an. Auch mega.
gibt schon richtig schöne Tiere. Ups, muss hier gerade das mal ein bisschen mit dem Licht einstellen, damit es nicht so flackert, tut mir leid. Ah, guckt mal ihn hier an. Ah, mega. Der ist auch richtig schön. Kriegt er auch beim ersten Mal. Und jetzt, mega geil, Leute, jetzt passt auf. Ihr seht es schon, Marco hat wieder rote Schlangensterne da. Es haben so viele Leute gefragt, woher ich den roten Schlangenstern habe. Ruft bei Marco und Werwasser Wandlitz an. Holt euch, ich mach mal heller. Ruft bei Marco an und holt euch die Schlangensterne. Mega, rote Schlangensterne sind heutzutage nicht mehr so gut zu kriegen. Ich habe Jahre auf meinen gewartet. Also kann ich nur empfehlen, kosten zwar ein bisschen mehr, aber mega die Hammertiere. Ja? Habt da was, was nicht jeder hat. Und sie sind super nützlich und alles, also was will man mehr? Ja, Friedmani sowieso einer der schönsten Fische. Kann man nichts anderes zu sagen. Ja, ich brauche Garnelen, bräuchte ich auch mal wieder. Ha, der Hammer. Ich habe zwar noch welche drin, hier auch der Goldschleimfisch. Auch richtiger Favoritenfisch für mich. Jetzt hier alles frei, gehen wir mal rüber. Hier haben wir schöne rote Gonioporen. Haben wir hier gerade komplett blau, ist natürlich jetzt ein bisschen... Ah, perfekt. Guckt euch an, sind richtig schöne Tiere. Oder muss ich mal überlegen? Rote Gonioporn, mein Lieber. Hab ich. Hast du, brauche ich. So, jetzt haben wir hier noch ein paar schöne Sachen. Ein paar Kleinigkeiten, schöne Anfängerkorallen unter anderem. Pavor-Kaktus und so. Nee, Quatsch, das ist eine Hysterix. Nee, ist das ein Pavor-Kaktus? Nee, das ist eine Hysterix, oder? Nee. Ist das ein Pavor? Nee, das ist... Ist auch egal, was es ist. Ein paar schöne Kleinigkeiten. Hypnophobia. Dankeschön, Hypnophobia. Wollte gerade sagen. Dann nochmal eine Blasenkoralle. Also wie ihr seht, es ist nicht mehr ganz so viel da, aber ihr kriegt trotzdem immer noch was. Wir werden gleich mal rüber gehen. Ja, hier ganz normal, wie immer, alles was einfach zu halten ist. Also von Pilzlederkorallen bis Gorgonien habt ihr hier alles. Könnt ihr haben, Scheibenanemonen. Die Dinger kosten nicht die Welt, gerade für die Anfänger unter euch passt es. Könnt ihr sie mitnehmen. Also das ist schon, und ihr seht die Preise, also es geht voll in Ordnung. Hier unten haben wir noch was sogar wieder mal für mich interessant ist. Und zwar das Elefantenohr hier. Das finde ich irgendwie sehr cool, soll wohl sehr groß werden, aber sexy, also ich mag die. Ich bin jetzt gerade mal runtergegangen, weil oben schon wieder so voll ist, das ist manchmal nervig, aber was willst du machen? Ja, hier unten haben wir eine super geile Toilette. Das ist mein Zuhause. Schön zu hier. Und hier habt ihr zum Beispiel noch Lehmgestein. Kennt ihr ja sowieso. Ihr kennt ja den Namen. Hier haben wir Promis und so weiter. Das werde ich euch gleich nochmal alles ganz gut zeigen. Und ich muss mir mal angewöhnen, früher da zu sein. Das sieht immer nicht so cool aus auf den Videos, wenn es schon so leer ist. Aber was will ich machen? Ich habe Frühstück noch geschoben. Dennoch dachte ich mir, du musst vorbeikommen, du musst ein Video drehen, weil das war logisch. Ja, was war das mal? Weihnachtsspecial? Ich muss da sein, ganz klar. Guckt ihr ja, das ist ein Samtanemonenfisch, mega was wir kriegen. Ich werde jetzt umswitchen, werde es euch zeigen, wenn oben hin ist, zeige ich euch die restlichen Mengen. Peace out! Ja, sorry wegen dem Sound manchmal und meine Stimme verlässt mich halt auch gerade. Ihr habt da ein paar richtig schöne Sachen auch drinne. Also wenn ihr was sucht und was ihr nicht seht, Marco kann euch alles besorgen. Zieht euch den Drücker hier rein. Ein schöner Flammenkaiser. Ist noch so niedlich klein. Hier haben wir noch einen Korallenwächter, den ich eigentlich immer haben will, aber irgendwie mir doch nicht kaufe. Jetzt haben wir hier immer noch einen Hawaii-Dog. Ist halt schon leer, ne?
So, meine Freunde, ihr habt das gesehen mit dem Rad hier und alles. Und damit wir jetzt mal erklärt kriegen, wie das funktioniert, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Einmal unseren kleinen Miniboss. Viele kennen ihn schon. Ich habe schon im Video von ihr berichtet. Willst du dich mal vorstellen? Ja. Fang an. Ich bin Lara. Weiter? Und bist du der Boss? Ja. Kleiner Miniboss. Das passt doch, Freunde. Ich würde sagen, sie erklärt uns jetzt mal alles ganz in Ruhe. Da könnt ihr euch das fürs nächste Jahr merken. Ich denke nicht, dass es groß geändert wird. Wir haben hier tolle Sachpreise da und hört einfach zu. Also wenn Leute bis 100 Euro oder über 100 Euro bezahlen, also Sachen kaufen, dann dürfen sie einmal am Rad drehen und entweder... Na mach doch mal. Entweder kriegen sie dann eine Prozentzahl oder Sachpreise und beim Sachpreis dürfen sie sich da drüben eine Sache aussuchen und die kriegen sie dann kostenlos und beim Prozent sind dann halt Prozentzahlen. Wird direkt abgezogen von dem aktuellen Kaufpreis. Ja. Perfekt. Sachpreise sind hier einiges da, wie ihr gerade schon gesehen habt. Also ihr könnt auch sogar 5 Liter Plankton nach Wahl gewinnen. Mega. Der Hammer. Dann hoffe ich mal, dass ich da auch gleich nochmal drehen darf. Müssen wir mal schauen. Warte, Fokus. So, hoffen wir mal, dass... Komm, ich komm mal runter zu dir. Oh, nee, jetzt bin ich wieder zu niedrig. Du hast genau die Größe, weißt du? Der Hammer. Dann hoffen wir mal, dass wir auch gleich nochmal drehen dürfen. Wir werden jetzt auch mal kurz reinschauen. Ich werde jetzt nochmal umswitchen, dann werden wir nochmal hinten zu den ganzen Euphilien gehen und alles. Wenn du Bock hast, kannst du gerne mitkommen. Ja. Ja? Wollen wir mal gucken, was wir da so haben? Ja. Auf geht's. Let's go. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Der Mini-Boss zeigt uns jetzt einfach mal, was wir hier so haben. Geh mal vor. Perfekt. Guckt mal hier rein. Also ihr kennt ja schon die Anlage, das ist die alte Anlage von Bushido. Wir haben hier, ja, was haben wir hier? Was für Korallen? Keine Ahnung. Das ist sehr gut. Wir haben hier unter anderem Euphilien. Wir haben hier eigentlich wir haben hier definitiv nur LPS-Korallen drin auf der Seite. Die ganzen SPS haben wir drüben auf der Seite, die habe ich schon abgefilmt. Wir haben hier ein paar schöne Euphilien drin. Ist natürlich jetzt ausgebombt. Wie gesagt, wir haben es jetzt schon sehr spät. Der liebe Ecki kauft hier. Oh, guck mal hier, geht jetzt auch weg. Ja, das ist die Bezahlung jetzt, ne? Bist du nicht lieb, meiner? Na, ich weiß nicht, das musst du sagen. Ja, gucken wir mal. So, und hier ist das gleiche Prinzip wie immer. Die Preise stehen hier drauf. Das geht dann nach Reihenfolge. Dann könnt ihr hier gucken. So, gehen wir mal weiter. Dann, oh, guckt mal hier. Hier haben wir auch noch eine schöne Glabrescenz. Hier haben wir noch mal ein paar andere. Ja, ist schon... Man, ihr habt schon ein bisschen Auswahl jetzt da. Schöne Blastomusa. Nochmal normale Euphilien. Was ist deine Lieblingskoralle? Welche findest du am schönsten von denen? Die da. Die da? Ja. Die schöne Glabrescenz, die habe ich auch zu Hause. Die ist sehr schön. Es gibt schon schöne Dinger. Also schöne Korallen gibt es wirklich. Komm, wir gehen mal hier rüber. Hier haben wir noch ein paar Blasen. Dann haben wir da oben die Namen vergessen, Fabias. Ja, hier kommen wir jetzt zu den ganzen Zoas unter anderem auch. Was ist das denn? Das Weiße da. Auch sehr, sehr cool. So, meine Freunde, und das hier unten kennt ihr alle schon. Da werde ich jetzt nicht heute, da haben wir auch nochmal Sinularia. Wir haben hier Blasen an dem Mond ohne Ende. Ihr seht die ganzen roten Teile. Da werde ich jetzt nicht nochmal reinfilmen. So, meine Freunde, das war es erstmal heute mit dem Video. Vielen lieben Dank an unseren kleinen Lara, war richtig? Unser Mini-Boss, werden wir uns dran halten. Hoffen wir, dass wir sie noch öfter hier sehen. Möchtest du auch noch was sagen? Irgendwie jemanden grüßen oder so? Nein? Ich sag einfach mal schöne Grüße an Marco, du guckst dir das Video sowieso an, du rennst hier nämlich gerade irgendwo rum, ja, während ich hier mit dem eigentlichen Boss im Laden alles abgedreht habe. Und in dem Sinne, meine Freunde, Peace, Adios, ich bin raus, wir sehen uns zum nächsten Video und danke, dass du wieder eingeschaltet hast.